Um sich grünes Holz anzueignen, muss man es gewaltsam von seinem organischen Zusammenhang trennen. Beim Raffholz dagegen wird nichts vom Eigentum getrennt. Nur das bereits vom Eigentum Getrennte wird vom Eigentum genommen. Und trotz dieses wesentlichen Unterschiedes nennt ihr beides Diebstahl und bestraft beides als Diebstahl. Es gibt zwei Arten von Verderbtheit, sagt Montesquieu. Die eine, wenn das Volk die Gesetze nicht befolgt. Die andere, wenn es durch die Gesetze verdorben ist. Ihr habt den Unterschied zwischen Diebstahl und Sammeln verwischt. Aber ihr irrt, wenn ihr glaubt, es sei in eurem Interesse. Das Volk spürt die Strafe, aber es sieht nicht das Verbrechen. Und weil es kein Verbrechen sieht, wo es bestraft wird, solltet ihr es fürchten. Denn es wird sich rächen. Und? Zufrieden, Karl? Ob ich zufrieden bin, Stirner? Ich weiß es nicht. Es ist ja ein wenig dein Werk, dass es so weit gekommen ist. Schön, ich bin mit zwei Dingen zufrieden. Erstens, dass mein Artikel eine Wirkung gehabt hat. Und zweitens, dass wir dem preußischen Despotentum jetzt endlich mal ins Gesicht schauen können. Ja, das gefällt mir ganz gut. Und das soll verboten werden? Dass die Zeitung zerschlagen und uns das Wort abgeschnitten wird? Und dass wir ins Gefängnis kommen? Was hätte ich denn tun sollen? Den Mund halten? Mich zensieren lassen? Mich mit Anspielungen begnügen, so wie ihr das macht? Ja, sehr fein. Seid gerecht. Wovon sind wir denn nun die Opfer? Von unserem Erfolg. Und den schulden wir zuvorderst Karls Texten, das müsst ihr zugeben. Und was ist das Ergebnis? Dass wir tot sind. Schöner Erfolg. Hut ab. Bravo, Karl. Wir geben nicht auf. Nicht öffnen. Wenn sie die Tür aufbrechen, dann massakrieren die uns. Ja, und? Bestimmt nicht. Hört doch auf. Bleib jetzt ruhig. Haltet den Mund. Schluss. Warum fürchten wir uns? Sie können die Rheinische Zeitung töten. Sie können uns vorübergehend den Mund stopfen. Aber was Sie nicht töten können, ist das Denken. Wir knicken nicht ein. Wir gründen eine neue Zeitung, ja? Ja, wir suchen voll Geld zusammen. Mit denselben Eseleien. Die Rheinische Zeitung voll mit Eseleien? Ach, Ruge, ein Haufen Gekrakel, das die Weltrevolution anzetteln will. Ohne die leiseste Idee und ohne jedes Konzept. Und was macht ihr? Ihr denkt immer nur darüber nach, was man alles durch die Blume sagen kann. Ihr schreibt vage Literaturkritiken und vage Resümees über vage politische Doktrinen. Ich bin sofort zurück! Ich hab genug von deiner Arroganz. Alle haben wir genug! Ja. Ja, ich habe auch ein bisschen genug von dir, Bauer. Und von euch ganzen Junghegelianern und Freigeistern, wie ihr euch beifallsheischend nennt. Amüsiert euch nur weiter, ihr Clowns. Karl! Nein! Ich, Ruge, ich habe genug mit Nadelstichen zu kämpfen. Ich will endlich mit Keulenschlägen kämpfen. Ich habe genug von der Heuchelei, Dummheit und der brutalen Autorität. Wir sind verboten. Gut so. Karl, was machst du? Ein paar Nächte hinter Gittern wird uns allen ganz gut tun. Meine Herren, wer soweit? Karl, ich habe ein Angebot für Sie. Ruhe! Ich will eine neue Zeitschrift gründen. Anders. Freier. Moderner. Mutiger.
Jemand hat die Deckel von den Dampfmaschinen entfernt. Zwei Leute haben Verbrennung. Das muss endlich aufhören. Unerträglich. Legen Sie die Hände. Wer hat das durchgeschnitten? 10-1, dass es diese irischen Hunde waren. Was ist mit Roisin? Ja, was ist mit Roisin? Das Mädchen, das am Webstuhl eingeschlafen ist und ihre Finger verloren hat? Wer gibt ihr die Finger zurück? Sie erlauben, bitte. Sei still. Das wird sie lernen, besser aufzupassen. Geld gibt's fürs Arbeiten, nicht fürs Schlafen. Vorsicht. Sie wiegeln sie auf. Bezahlt? Ja. Sie hat nicht geschlafen, 3 Tage lang, und jetzt können Sie verschwinden und sterben? Das nennt ihr eine Arbeit? Ruhe! Die Kosten der Reparatur werden von den Löhnen abgezogen. Das habt ihr jetzt davon. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich euch nicht alle rausschmeiße. Maschinen reparieren ist teuer. Arbeitskräfte in Manchester hingegen nicht. 10 Finger ist wohl alles, was wir wert sind. Und wenn wir die verlieren, gehören wir auf den Müll. Wollen Sie das damit sagen, ja? Es ist diejenige, die über die kleine Roisin gesprochen hat. Sie ist die Rätesführerin. Wie war noch gleich Ihr Name? Fragen Sie einfach mich, mein Herr. Ich habe einen Mund, ich kann sprechen. Einen ziemlich großen, so wie es sich anhört. Mein Name ist Mary Burns. Geboren in Tipperary. Und jetzt eine Sklavin in der Erman and Engels Spinnerei in Manchester, England. Los, weg mit ihr. Sie kann sich ihr Essen anderswo verdienen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Raus! Und alle anderen mit großen Ideen können gleich mitgehen. Faulen Äpfel müssen aussortiert werden. Ich will eine Liste. Aller Unruhestifter und Aufrührer! Vater, denken Sie nicht, dass es jetzt genug ist. Willst du mir erklären, wie man eine Fabrik führt? Nein, Vater. Das gehört nicht zu meinen Absichten. Hey! Das nächste Mal. Entschuldigung, was ist da drin? Da drin? Die Iren. Ah ja, danke. An Ihrer Stelle würde ich die meiden. Where I alone, my pretty maid, in the summer morning early, I'm sorry I'm going to milk my cows and then to tend my dairy. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Wir wissen, wer Sie sind. Halt den Mund. Wieso sprichst du mit ihm? Er ist der Sohn vom Boss. Wer? Ah, ich, Herr Boss. Er ist Engels Sohn von den Erman and Engels Spinnereien in der Regent Road and Bridgewater,
Dort, wo wir uns die Finger wund gearbeitet haben bis heute. Und gefeuert wurden. Ja? Ich bin Engelssohn. Und mein Vorname ist Friedrich, aber nennen Sie mich Fred. Oder Freddy? Was wollen Sie, Mister? Sie haben hier überhaupt nichts zu suchen. Es gibt jede Menge Pubs auf der anderen Seite vom Irve für Gentlemen wie Sie. Ja, Gentlemen, die uns rauswerfen wie Hunde. Ja, ja. Irische Hunde, mehr sind wir nicht für euch. Wir sind alle irische Hunde, oder, Paddy? Ja, und ich weiß auch schon, wer seinen Tabaksaft über die hübsch polierten Stiefel des Gentlemen spucken wird. Ja, pass bloß auf. Das verkrafte ich. Und bitte hören Sie auf, mich ein Gentleman zu nennen. Ich bin kein Engländer, auch kein Gentleman. Was Sie nicht sagen. Ich hasse und ich verachte Gentlemen. Das sind Schweine, die Fett ansetzen vom Schweiß der Arbeiter. Er macht sich über uns lustig. Mhm. Wisst ihr, was ich denke? Nein. Ich denke, er will uns verhöhnen, deshalb ist er hier. Der hat Nerven. Ich möchte euch dafür gewinnen, dass ihr mir helft. Deswegen bin ich hier. Wie, er will uns gewinnen? Was für eine Art Gewinn wird das wohl sein? Ich arbeite an einem Buch. Und ich brauche eure Schilderung. Ein Buch? Er schreibt ein Buch! Über die Lage der arbeitenden Klasse in Manchester und Leeds. Ist das eine goldene Uhr, die Sie da haben? Von welchem Schweiß wurde die gekauft? Okay, Paddy. Machen wir kein Fass auf deswegen. Schilderungen aus erster Hand wollen Sie also? Nun, das hier ist eine Arbeiterhand, alles klar? Und die landet gleich auf Ihrer Gentleman-Nase, wenn Sie nicht sofort hier verschwinden. Also gehen Sie. Was, wenn ich lieber bleibe? Geht's wieder? Sind Sie verletzt? Ja. Auf wunderbare Art und Weise. Was ist, Alphonsine? Nichts, Madame Jenny. Sie ist aufgewacht. Schon gut, ich nehme sie. Ich vertraue ihr nicht, der kleine Alphonsine. Sie bestiehlt uns. Sie schnüffelt herum. Sie ist falsch. Ach, sie kann ruhig stehlen. Wir schulden ihr 2 Monate. Lenchen. Mein Lenchen. Wenn Lenchen zu uns kommen könnte. Du hast Sehnsucht nach Trier. Nein. Nach Lenchen. Sie war 3 Jahre in Metz. Sie kommt hier zurecht. Deine ergebene Dienerin. Dein großes Haus, dein großer Park. Deine geliebte Familie. Warum bloß habe ich dich da rausgerissen? Siehst du, jetzt schaffe ich es nicht mal, dass mich Ruge bezahlt. Karl. Hm? Soll ich dir sagen, was dein größter Fehler ist? Ja, bitte. Du bist ungerecht. Ach ja? Ja. Ungerecht mit den anderen. Mit mir. Mit Ruge. Ruge ist ein schlechter Zahler, aber er ermöglicht uns Paris. Und er hat dich mir geschenkt. Ohne ihn wären wir immer noch nicht verheiratet. Ah, du glaubst ohne Paris? Karl, ich bin glücklich, Karl. Thank you.
Soldat, gute Nacht. Wenn's auf die Leute erdrießt, wenn's auf die Leute erdrießt, lieb ich dich doch. Irgendwann wirst du deiner Mutter ja doch mal ihre Enkelin vorstellen müssen. Ich soll nach Trier zurück. Nur für eine Weile. Und nutze die Gelegenheit, um von Mama etwas Geld zu bekommen. Ja. Ja, das wäre eine Idee. Karl, wenn wir dir hier zu viel sind, wenn wir dir zur Last fallen, Jennychen und ich. Jetzt bist du ungerecht. Nein. Wunderbare Idee. Mein reaktionärer Bruder wird sicher sehr erfreut sein, wenn ich zurückkomme, um zu betteln. Komm, ich habe nichts gesagt. Aber, weißt du, ich höre schon seine Predigt. Über die Messaillance seiner Schwester mit dem atheistisch-jüdischen Sozialisten, der mit seinem subversiven Geschreibe noch nicht einmal für die Familie aufkommen kann. Das werde ich dir dann alles erzählen. Alles, alles. Den bitteren Kelch musst du trinken. Genug. Du hast gewonnen. Ich habe zwei Bücher in Arbeit. Und da sind ja noch die Artikel. Du solltest Ordnung reinbringen. Hier. Mit Ruge! Mit Ruge bist du zu kulant. Er ist nicht arm. Er hat Anteile an der Bahnlinie Köln-Offwerk gekauft. Herr Ruge! Alle Welt weiß das. Ja, ich weiß das nicht. Lassen Sie meine Zigarren, Ascani, Londres, Corona. Zigarren. 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 Alles, was Sie wollen, Bürger. Ich habe Robusto, Corona, Londres. Nicht so teure, nicht so teure. Die hier. Weißt du, wenn Sie schaffen, die zu rauchen? 2 für 5, in Ordnung. Bürger, ich erteile das Wort unserem Danke. Gast aus Lyon, der uns die Ehre seines Besuchs erweist. Unser verehrter, unser großer Proudhon. Liebe Freunde, Kameraden, Bürger, mit der größten Freude nehme ich unter euch Platz bei diesem republikanischen Bankett. Man will diese Bankette abschaffen, weil man vor eurer Wut Angst hat. Und zu Recht hat man Angst. Denn das Volk erhebt sich gegen die Willkür der Polizei. Und der Durst nach Freiheit gewinnt gegen die Repression. Denn es seid ihr. Ihr seid es, die Handwerker, all die Schuster, die vielen Schneider, die Weber, die Zimmermänner, die den Reichtum dieses Landes erzeugen. Und die Arbeiter, ja? Was ist mit den Straßenbauern und den Schmieden? Was ist mit denen? Ich vergesse sie nicht. Diese Männer, diese Frauen und Kinder, angekettet an die neuen Maschinen, die Feuer spucken und aus der Hölle kommen. Menschen, die manchmal nicht mal Brot haben, um bei Kräften zu bleiben. Ja. Man muss es klar und deutlich sagen, das ist Mord und nichts anderes. Und ich komme zu meinem Thema. Was ist die Sklaverei? Ich behaupte, es ist Mord, meine Freunde. Da stimmt ihr mir wohl alle zu. Ja. Also, wenn ich die wichtige Frage aufwerfe, was ist Eigentum? Und die Antwort lautet Diebstahl. Muss ich mich dann immer wieder erklären? Nein. Eigentum, ja, aber welches? Das private Eigentum? Das bürgerliche? Ich kenne diesen Mann, das ist Karl Marx. Ich spreche vom Eigentum im Allgemeinen, das auf einem Naturrecht beruht, wie Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Aber das sind Abstraktionen, oder? Das sind Rechte! Naturrechte! Die Freiheit, die Gleichheit und die Sicherheit eines jeden beeinträchtigt nicht die der anderen. Im Gegenteil, die verstärkt sie. Denn das sind unsere sozialen Naturrechte.
Das, was wir unter Eigentum verstehen, greift notwendigerweise in die Freiheit, die Gleichheit und die Sicherheit anderer ein. Das ist ein Naturrecht, das antisozial ist. Deshalb verlange ich nicht, dass jeder am Eigentum teilhat. Ich verlange ganz einfach, dass es abgeschafft wird. Bravo! Viva! Nieder mit dem Eigentum! Nieder mit dem König! Dem Staat! Es lebe die Anarchie! Bravo! In Ordnung, Michael, da sind wir uns einig. Aber Vorsicht! Die Ohren des Feindes sind gespitzt! Michail Alexandrowitsch Bakunin. Wie ich höre, hast du Streit gesucht mit dem Meister. Nun ja, die anderen nennen ihn Meister. Für mich gibt es weder Meister noch Gott noch König. Karl Marx. Ich bin kein Anarchist. Dachte ich mir. Ich lese die deutsch-französischen Jahrbücher. Deine Hand. Ich kann das Blut erkennen, wenn es in den Adern kocht. Und es kocht in den Adern deiner Schriften, mein Freund. Sie lesen die Jahrbücher? Warum schreiben Sie sie nicht? Proudhon, darf ich vorstellen, Marx. Die deutsch-französischen Jahrbücher. Guten Tag. Marx. Sehr erfreut. Meine Frau, Jenny. Sehr erfreut. Guten Tag. Grün überträgt mir die Jahrbücher. Ah ja? Dann verfälscht er sie sicher. Ich glaube, junger Mann, Sie lieben den Krawall, zumindest den Disput. Das widerspricht sich. Stimmt, Sie sind ja Hegelianer. Vor allem bin ich Materialist. Sie haben meine Frage bezüglich des Eigentums nicht beantwortet. Ich denke mal, ich habe den Begriff definiert. Ah, und der Diebstahl? Wie definieren Sie den? Muss man den definieren? Wie jeder weiß, ist es die Verletzung fremden Besitzes. Kann sein, ich verstehe Sie nicht richtig. Nun, Sie verstehen mich sehr wohl. Wenn Sie das sagen, also Eigentum und Besitz ist demnach dasselbe. Sie sagen, Eigentum ist Diebstahl. Also wenn ich das Eigentum von jemandem stehle, was stehle ich dann? Den Diebstahl. Sie geben nur vor, Sie würden es nicht verstehen, vermute ich. Karl gibt nie etwas vor. Was er sagen will, ist, dass Ihre Formulierung ein Bild ist. Ein schönes, aber was besagt die Redewendung? Es ist ein Bild, das sich in den Schwanz beißt. Ich muss schon sagen, Ihre Frau kennt sich mit Redensarten aus. Nicht wahr, Grün? Freunde, große Neuigkeiten. Le Faubourg Saint-Antoine brennt. Was ist denn passiert? Alles hat angefangen mit einem Schuster. Er bringt seinem Patron Schuhe für 3 Francs. Der findet die Arbeit schlecht und zahlt ihm nur 50 Sous. Unser Bursche ist damit nicht einverstanden. Der Drecksack schmeißt ihn daraufhin raus. Der Schuster kommt mit seinen Kameraden zurück und schlägt alles kaputt. Prompt kommt die Polizei ins Spiel, der Bund und die Nationalgarde. Ein Aufstand. Weidling, beruhige dich. Aufstände im Faubourg gibt es jeden Tag. Das ist noch keine Revolution. Nein, aber es geht heiß her. Ich suche Arnold Ruge. Ruge wohnt nebenan. Gehen Sie durch diese Tür dort. Wissen Sie, dass da unten ein Spitzel steht? Der Mann mit dem schmutzigen Halstuch? Ja. Schwierig, ihn nicht zu bemerken. Einer Ihrer Landsleute? Kennen Sie den jungen Mann? Nein. Was gedenken Sie, gegen diesen Spion zu unternehmen? Der notiert nur, wer rein und rausgeht. Was soll man schon machen? Könnt ihm schon mal einen aufs Maul geben. Ich hätte kein Problem damit. Machen Sie das bloß nicht. Wir sind hier nur geduldet, darauf warten Sie doch nur. Wie Ding soll ich dir auch noch was einschenken? Nur ein Fingerbreit, meine Liebe, nur ein Fingerbreit, ja? Hervorragend. Ganz hervorragend. Hören Sie, leider kann ich Sie nicht sofort bezahlen, das kann ich leider nicht. Ich komme erst mal zurecht. Das ist nett. Sie erlauben? Ja, sicher. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Von anderen kann man das nicht sagen. An wen denken Sie? Feuerbach? Feuerbach. Oh, ich warte immer noch auf einen Text von ihm. Nein, an Marx. Ach ja, der. Kennen Sie ihn?
Wir sind uns mal in Berlin begegnet, ja. Mit dem Mann eine Zeitung zu machen. Ein unmöglicher Kerl, wie? Unmöglich ist das richtige Wort. Seine Texte sind nie rechtzeitig fertig. Er findet immer einen Grund, irgendetwas hinauszuschieben. Außerdem ist er ein unflätiger Mensch. Wie ich ihn nur einladen konnte, Dach und Tisch mit ihm und seiner Frau zu teilen. Seine Frau? Mein Gott, seine Frau. Eine Furie oder ein Fischweib? Und wem ist die Rede? Da unten steht ein Spitzel, weißt du das? Scheint so. Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich muss in meine Küche. Berlin. Im Salon von Bettina von Arnim. Exakt. Sie waren sehr arrogant. Kann sein, ich war jung. Und reich. Das haben sie auch allen gezeigt. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich mich schon. Sie haben vom Kommunismus geredet, als hätten sie ihn erfunden. Mit ihren Offiziersepauletten und den Goldknöpfen. Das war lächerlich. Warum in der Vergangenheit herumstochern? Richten wir den Blick auf die Zukunft. Eben, Roger. Sie wissen, warum ich hier bin. Ich sagte Ihnen doch meine derzeitige Situation. Ach, jetzt einfach. Nichts über Ihre Situation. Meine Situation ist folgende. Ich habe ein krankes Kind und eine Familie zu ernähren. Und Sie schulden mir das Geld für zwei Artikel. Sie müssen mir zuhören. Sie haben Eisenbahnaktien. Alle Welt weiß das. Die Aktie ist gefallen. Ist mir egal, dann verkaufen Sie eben mit Verlust. Ruge, ich habe Ihnen zwei fundamentale Artikel geliefert und ich verlange, was Sie mir schulden. Ruge, brauchen Sie eine Anleihe? Hat Sie irgendjemand was gefragt? Ich habe Ruge gefragt. Auf keinen Fall nehme ich auch nur einen zu von einem. Ja, von einem. Von einem Amateur mit Goldknöpfen, der nichts Besseres zu tun hat, als sich seine faule Zeit mit der Kanaille in den Vorstädten zu vertreiben. Karl, bitte. Warten Sie hier. Ich guck mal, ob ich... Ja, machen Sie das. Ob ich was finden kann, ja? Sie scheinen mich ja gut zu kennen. Haben Sie meine Texte gelesen? Ich habe Ihre gelesen. Insbesondere die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Das ist mir vollkommen gleichgültig. Ach ja? Chablis aus 1839. Er weiß, wie man Gäste empfängt, dieser Ruge. Selbst, wenn er schlecht zahlt. Nein? Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Sie haben die Hegelsche Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt. Ich bin 24, Sie dürften kaum älter sein. Und Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie, mein Lieber. Ein Genie. Diese Studie über das englische Proletariat. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Ja. Das ist von mir. Sie verzeihen mir meine Offenheit? Nur zu. Ich ertrage alles. Das ist eine erstklassige Arbeit. Niemand vor Ihnen hat das geschafft. Es gibt nur einen Ausdruck dafür. Das ist kolossal. Karl! Das ist besser als Ihr Zeug, oder? Das ist anders. Sie haben eine Kenntnis der Arbeiterwelt, wie ich sie noch nirgends gesehen habe. Manchester, die Elendsbehausungen, die Manufaktur. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen, als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Wie machen Sie das? Es ist mir unangenehm, Ihnen das zu sagen.
Ich bin Prokurist bei meinem Vater, der da drüben zusammen mit deinem Partner drei Spinnereien besitzt. Ein Dutzend weiteren Damen. Hm. Schön und gut, aber die andere Seite. Die Ärmsten der Armen? Ja. Das ist was anderes. Das ist deine Liebesgeschichte. Sind Ihre Papiere in Ordnung? Ich müsste irgendwo meinen Pass haben, ja. Gehen wir lieber kein Risiko ein. Zurzeit sind Sie Ausländern gegenüber misstrauisch, besonders gegenüber Deutschen. Folgen Sie mir einfach. Nicht stehen bleiben. Auf mein Zeichen biegen wir bei der Passage rechts ab. Mhm. Jetzt. Stehen bleiben! Zwei Leute kommen mit mir! Das Ding! Das Ding! Hey! Das ist ein Erbstück! Bleiben Sie stehen! Um nochmal auf Ihre Texte zurückzukommen. Das Einzige, was Ihnen fehlt, wenn Sie erlauben. Nur zu. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ihre Kritik an der Religion und am Idealismus sind maßgebend. Aber lesen Sie die englischen Ökonomen. Ricardo, Smith, Bentham. Das ist die Grundlage für alles. Hm. Lesen Sie Englisch? Ich lerne schnell. Und Schach. Noch einen auf mich. Noch einen? Kellner! Noch zwei. Gut. Da kann ich nur das machen. Und Matt. Trinken wir auf die Köpfe, die wirklich denken, und auf alle Freigeister. Prost. Habe ich nicht gesehen. Hey, Kellner! Weißt du, mit Ruge ist es vorbei. Ich werde meine Texte dem Vorwärts geben. Ich sitze völlig auf dem Trockenen. Ich auch. Kellner? Nein, im Ernst, ich brauche Geld. Habe ich dir jemals von meiner Frau erzählt? Jenny? Die schönste Aristokratin von ganz Trier. Das ist eine Westfalin. Eine der angesehensten Familien des Landes. Und wen hat sie geheiratet? Mich. Den Sohn eines konvertierten Juden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich sie mich macht. Was ein Glück. Ja. Und du? Hm? Was? Hast du nicht irgendwas von einer großen Liebe erzählt? Kompliziert. Auf uns. Also auf uns. Geht's besser?
nicht besonders. Aber ich bring dich jetzt nach Hause. Nein. Ich bring dich nach Hause. Hier. Danke. Weißt du, ich glaube, ich habe was verstanden. Durch dich. Durch dich habe ich was verstanden. Ich auch. Durch dich. Nein, ich durch dich. Hör zu. Bis jetzt haben alle Philosophen... Philosophen? Jetzt hör mir doch mal zu. Jetzt komm, ich bring dich nach Hause. Nimm einen auch mit. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Und mit was? Mit wem? Proudhon. Er wird uns helfen. Komm! Wo bist du? Oh. Sie gehen schon? Danke für Ihre Gastfreundschaft. Ihre Großzügigkeit. Mich rufen wichtige Angelegenheiten. Herzensangelegenheiten. Vergiss nicht unsere Angelegenheit. Wie könnte ich? Wir haben heute Nacht nicht nur getrunken. Wir haben Notizen gemacht. Wir werden etwas veröffentlichen. Wir zwei. Wir kritisieren Stirner, Bauer... Diese sentimentalen Sozialisten, die ganze Berliner Clique. Alle von der kritischen Kritik, wie sie ihr Geschmiere nennen. Das wird einschlagen wie ein Pulverfass, Jenny. Pulverfass? Mein Herr? Und der Titel? Wir haben kaum die Grundlagen geschaffen. Weil mir gerade einer in den Sinn kommt. Ein Titel, wenn ich euch so ansehe. Die Kritik der kritischen Kritik? The real price of everything. Der wahre Preis to the man who wants to acquire it is the toil and the trouble, die Mühe und der Aufwand. What everything is really worth to the man who has acquired it, to acquire erwerben, to dispose and exchange, verfügen. Es sind Mühe und Aufwand, die für sich ersparen und die anderen Menschen aufbürden kann. Labor was the first price. Der ursprüngliche Kaufpreis, der für alle Dinge bezahlt wurde. Wissen Sie, Karl hat Sie ins Herz geschlossen. Er ist schwierig in Sachen Freundschaft. Er hat noch nie jemanden mit nach Hause gebracht.
Sie sind der erste Besucher. Für Sie war das möglicherweise kein so schönes Erlebnis. Ich habe Ihren Essay gelesen. Und es sprudelt wie Champagner. Ich sehe, ich ermesse, was Sie zu Karls Arbeit beitragen. Nur gibt es... Verzeihen Sie mir bitte meine Direktheit. Er hat nicht Ihre Kondition. Sie sind eher sportlich. Nach einer durchzechten Nacht sind Sie frisch und munter. Er braucht 2 Tage, um sich davon zu erholen. Also reißen Sie ihn mit, wohin Sie wollen. Aber versuchen Sie, ihn zu mäßigen. Sie sind wirklich außergewöhnlich, Frau Marx. Jenny. Jenny. Sie sind bewundernswert. Sie hätten ein reiches und müßiges Leben führen können. In ihrer Geburtsstadt umgeben von Luxus und Genuss und das mit jemandem aus ihrer Klasse. Der tödlichen Langeweile bin ich entkommen. Ja. Es gibt kein Glück ohne Auflehnung. Ohne Auflehnung gegen die herrschende Ordnung. Gegen die alte Welt. Das ist das, was ich glaube. Und ich hoffe, dass ich diese alte Welt sehr bald zusammenbrechen sehe. Wir beide. Nein. Wir drei. Jenny. Wir heben sie aus den Angeln. Diese alte Welt. Vielleicht müssten wir etwas mehr als 3 sein. Oder? Wissen Sie, mein lieber Marx, in meiner Kindheit als kleiner, schmutziger Bauernjunge habe ich Kartoffeln gejätet, den Weizen gedroschen, Kühe gehütet. Einfach nur zu sitzen ist für mich eine Qual. Das mache ich nur für Sie, Kobe. Ist mir eine Ehre, Meister. Nicht schon wieder Meister. Das mache ich, weil Sie ein Künstler für das Volk sind. Die erkenne ich an, die anderen kann ich nicht ausstehen. Und was ist mit Raphael, Da Vinci, Michelangelo? Die lehne ich ab. Kunst wird in der Stadt der Zukunft kollektiv sein, für das Kollektiv. Oh. Umwandlung der Läufer? Das ist riskant. Oh, nur zu, tausch ihn aus. Mein Springer ist gefesselt. Wir spielen gleich nochmal. Der Zug ist von mir, der ist unschlagbar. Es gibt keine unschlagbaren Züge beim Schach, Dr. Marx. Sie sind sich ihrer selbst zu sicher. Ach, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Meinen lieben Freund kennen Sie ja bereits, Friedrich Engels. Nun, wir schreiben gerade über Sie. Wirklich? Wir verteidigen Sie gegen die deutschen Anhänger der kritischen Kritik, wie Bauer und Konsorten. Zu denen auch Ihr Grün gehört. Die greifen mich an. Aber heftig. Und Sie verteidigen mich. Was, du verteidigst jemanden? Unter der Gürtellinie. Nein, ich glaube, in Ihrer Brust schlagen 2 Herzen. Der kritische Proudhon, der in abstrakten Kategorien denkt, und der tatsächliche, der das tatsächliche Elend sieht. Wir verteidigen den 2. Gegen den 1. Proudhon. Nein, für die kritische Kritik sind Besitzen und Nichtbesitzen, was die dümmlicherweise haben und nicht haben nennen, nur abstrakte Kategorien. Nun, wir und Sie dagegen sagen, nichts zu besitzen, das ist keine abstrakte Kategorie. Das ist eine Tatsache. Eine niederschmetternde Tatsache. Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und deshalb haben Sie zu Recht, 1000-mal zu Recht, das ökonomische System analysiert. Die sozialistischen Autoren vor Ihnen haben es nicht getan. Ihr Buch ist das erste wissenschaftliche Manifest des französischen Proletariats. Danke. Gut, trinken wir auf Ihr Werk. Welcher Titel? Der Titel. Kritik der kritischen Kritik. Sehr amüsant. Nun, das erscheint mir sehr dialektisch, sehr hegelianisch.
der wesentliche Punkt. Das ist die Ware. Die Arbeit, eure Arbeit, ist in gewissem Sinn eine Ware. Eure Arbeitskraft verkauft ihr an euren Arbeitgeber wie eine Ware, oder? Mit dem Unterschied, ihr seid nicht frei. Ihr seid gezwungen, sie zu verkaufen, um zu überleben. Wir krepieren hier! Und das zu dem geringsten Preis für ihn. Es wird immer Arbeitgeber und Arbeiter geben. Nichts wird es immer geben. Nichts. Das wird es immer geben, ist eine Formulierung der Bourgeoisie. Das will uns das Kapital gern glauben machen. Aber alles bewegt sich. Alles unterliegt der Veränderung. Nichts dauert an. Alle sozialen Beziehungen, Sklaverei, Leibeigenschaft, Arbeitnehmerschaft sind historisch, vorübergehend. Die Wahrheit ist, dass unter den jetzigen Bedingungen, die sich ändern müssen, der Bourgeois immer frei ist, die Arbeit zu nutzen und der Arbeiter immer gezwungen, sie zu verkaufen. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit, aber diese Freiheit ist nur für ihn, nicht für euch, und das wisst ihr. Und das spürt ihr am eigenen Leib, jeden Tag, jeden Tag. Also, das Spiel ist nicht gerecht. So viel ist klar. Die Karten sind gezinkt. Welchen Fehler begehen also Reformer wie Proudhon, die die Gleichheit der Löhne als Ziel der sozialen Revolution betrachten? Sie träumen davon, ein System zu verbessern, das von Natur aus Elend produziert. Nicht davon, es grundsätzlich zu ändern. Proudhon ist ein großer Mann! Ja, er ist ein großer Mann, ohne Frage. Ein großer Mann. Aber kein großer Ökonom. Gut, er hat seinen Platz in unserer weitreichenden Bewegung, die jetzt stark wird in New York. Deren Vertreter ich begrüße, Hermann Kriege. In Brüssel, in London, in Genf, ja sogar in Russland und vor allem in Deutschland, woher unser sehr berühmter Freund Weitling kommt. Und wo unser unseliger Friedrich Wilhelm Opfer eines Attentats wurde, wie ihr alle wisst. Missglückt, leider. Und auch in England, woher mein Freund Engels kommt. Und hiermit übergebe ich mit Stolz das Wort an Weitling. Du hast wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. In Bezug auf das Attentat? Ja, entschuldige, ich hatte keine Zeit mehr, es dich lesen zu lassen. Du, meinetwegen ist es nicht schlimm. Aber der preußischen Botschaft wird das nicht gefallen. Für die habe ich es ja nicht geschrieben. Sei einfach vorsichtig, das ist alles. Die werden hart mit den Franzosen umgehen. Und wenn dir was passiert, dann kann ich nicht da sein, um dich zu verteidigen. Ja. Das heißt, die Koffer sind schon gepackt? Ja. Heute Abend bin ich in London und morgen früh in Manchester. Du wirst uns fehlen. Komm her. Ich bin derjenige, der leiden wird. Und was ist mit der großen Liebe? Wenn es nur sie gäbe. Komm bald zurück. Wir haben viel zu tun. Unsere Herzen schlagen einstimmig unter der großen Sonne der Liebe. Unter der großen Sonne der Revolution. Wir, meine Freunde, meine Brüder, wir sind eins! Wir sind unbesiegbar!
Monsieur Karl Marx? Der bin ich. Auf Befehl des Premierministers François Guizot, im Namen des Königs, werden Sie des Landes verwiesen. Des Königs von Frankreich oder Preußens? Er macht Witze. Innerhalb von 24 Stunden müssen Sie gehen. 24 Stunden? Das ist wohl ein Scherz! Glauben Sie? Ihre Pässe. In 24 Stunden, um wohin zu gehen? Wohin? Wir müssen alles verkaufen, was wir haben. In einem Tag. Wir haben keine Wahl. Wir haben schon alle des Landes verwiesen. Marconi in Hess. Sogar Ruge. Ich erwarte noch ein Kind. Ja, Vater. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Ich überlebe. Ich nenne das nützlich sein. Und ich bezahle dich dafür. Ziemlich gut. Sind Sie hier, weil Sie mir vielleicht etwas sagen wollen? In meinem Londoner Club fragt man oft nach dir. Dein Freund Naylor sagt ständig, was treibt der junge Freddy eigentlich so? Ich kann nicht lügen. Was soll ich ihm sagen? Was immer Sie möchten, Vater. Sagen Sie, ich gehe auf die Fuchsjagd, spiele Karten und arbeite hart für Sie. Und wenn er mir das zeigt, was soll ich ihm sagen? Dass das eine religiöse Schrift ist? Es ist nicht das, was Sie denken. Spiel nicht mit mir. Es ist keine Satire über Religion. Es richtet sich gegen die jungen Hegelianer, eine subversive Gruppe. Ich weiß, du hast keinen Respekt für irgendetwas oder irgendjemand oder mich, aber behandle mich nicht wie einen Idioten, als hättest du irgendwas gegen subversive Gruppen. Nun ja, es sollte heißen Kritik der kritischen Kritik. Marx fügte die heilige Familie hinzu, ohne mich zu fragen. Marx? Dass dein Name in Verbindung steht mit einem Marx? Darf ich Sie bitten, uns kurz allein zu lassen? Schöne Freunde hast du da. Ich habe keinen besseren. Und was er wert ist, das ahnen Sie nicht einmal. Provoziere mich nicht. Ich bitte Sie voller Respekt, nicht über mich zu urteilen.
bleiben wir bei unserem Arbeitsverhältnis. Ich bin Ihr Prokurist. Und als solchen bezahlen Sie mich. Um Ihren Dienst zu erweisen, vergiss das nicht. Meine Geduld hat Ihre Grenzen. Ich bin noch keinen Tag hier und schon drohen Sie mir. Ich drohe dir nicht. Ich warne dich vor. Nächste Woche werden dein Bruder und deine Schwester konfirmiert. Ich nehme an, an diesem Abendmahl wirst du nicht teilnehmen. Vater, wieso stellen Sie mir Fragen, wenn Sie die Antworten schon kennen? Wie konnte dieser Teufel nur in dich fahren? Wir gehen zur Kirche, wir gehen zur Arbeit. Und du faulenzt in der Höhle des Bösen. Mit Kommunisten und käuflichen Frauen. Ich bin noch nicht fertig. Wohin willst du? Frische Luft schnappen. Ich ersticke. Und was sage ich deiner Mutter? Ein Röhrchen, Sir? Für Ihre Zigarren. Zigarren? Gute Arbeit. Wie alt bist du? Weiß ich nicht, Sir. Manche sagen 10, manche sagen 8. Höchstens 6, würde ich sagen. Danke. Wo sind sie? Hey, warte! Shorty, das ist Friedrich. Er ist kein Wucherer. Wer ist er? Nun ja, wenn er nicht rumläuft und Geld an kleine Strolche verteilt, ist er mein Mann. Lizzie, Friedrich ist zurück. Hallo, Friedrich. Gerade mit dem Schiff gekommen? Ich bin seit 3 Tagen hier. 3 Tage? Und du kommst erst jetzt? Du Schuft. Du kennst meinen Vater nicht. Ach, nun, du kennst natürlich meinen Vater. Er ist ein wandelndes Gefängnis. Ich bin gerade ausgebrochen. Eine Schande ist das. Wir haben nicht mal ein Glas gutes Bier im Haus, um das zu feiern. Gibst du Shorty noch eine Guinea? Er hat sie verdient. Donnerwetter. Los, jetzt lauf. Ich will mit meinem Mann allein sein. Danke, Sir. Gern geschehen. Laufen die Dinge so? Tut sich irgendwas? Oh, es tut sich nicht nur irgendwas, mein Schatz. Ich habe das Treffen für dich arrangiert, das du so sehr wolltest. Ist dir der Bund der Gerechten ein Begriff? Erzähl.
Ihnen ist jegliche politische Aktivität in diesem Land verboten. Das habe ich unterschrieben, ja. Bitte sehr. Kannst du das lesen? Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich brauche diese Arbeit dringend. Tut mir leid, die Post muss auf leserlicher Schrift bestehen. Ich nehme jede Arbeit. Egal was. Wie geht es ihr, Lenchen? Nein, noch nicht! Noch nicht, Herr Marx. Worauf warten Sie? Sie können jetzt zu ihr. Jenny! Es ist ein Mädchen. Schon wieder? Ist das alles, was du sagst? Sie Laura nennen. Wenn Lenchen damit einverstanden ist. Sicher. Lenchen? Zum Glück ist sie da, Karl. Was hätte ich ohne sie getan? Lenchen, das ist Laura. Fällt Ihnen das, Laura? Das ist ein sehr hübscher Name, Herr Marx. Dann nennen wir dich also Laura. Mein lieber Karl, besonders scheußlich ist es nicht nur ein Bourgeois, sondern auch noch Fabrikant zu sein. Ein Bourgeois, der aktiv gegen das Proletariat vorgeht. Ein paar Tage bei meinem Vater haben mir dieses Grauen vor Augen geführt. Kommunistische Propaganda und gleichzeitig Schacher und Industrie zu betreiben. Es geht nicht. Ich halte das nicht durch. Mein lieber Friedrich, ich nehme Anteil an deinem Dilemma und deine Anwesenheit fehlt mir. Hier ist das materielle Leben materiell hart.
Ich bin wieder einmal Vater geworden. Jenny hat mir eine wunderbare Laura geschenkt. Da ich keine andere Möglichkeit sehe, meine Familie zu ernähren, denke ich über ein neues Buch nach. Es ist wichtig, glaube ich, zu erkennen, dass sich der Materialismus, so wie wir ihn verstehen, von dem bourgeoisen Materialismus insofern unterscheidet, als er eine Humanisierung der Gesellschaft anstrebt. 2 Tage. Um mehr bitten wir nicht. 2 Tage. Sie das immer 2 Tage. Es reicht, Sie ermüden, Madame. Gut, dann eben die Gerichtsvollzieher. Gehen Sie! Verschwinden! Dann zahlen Sie! Was wollen die Herren? Wir wollen unser Geld, Monsieur. Und uns ausbluten. Verzeihung. Hier. Stimmt so? Einen schönen Tag. So, und jetzt raus hier. Los. Durch welches Wunder? Woher kommst du? Von der Post. Hast du Arbeit gefunden? Geldeinweisung. Von Friedrich. Von Friedrich? Und gibt's Neuigkeiten? Sogar lebendige. Jenny. Lenchen. Ich wollte euch sagen, es ist nicht so einfach zu sagen. Du weißt, dass Friedrich in London die Mitglieder des Bundes der Gerechten getroffen hat. Ja, und? Du kennst Weitling. Den erleuchteten Schneider, ja? Mach dich nicht über ihn lustig, Jenny. Er ist ein Anführer. Er hat geholfen, diese Organisation mit aufzubauen und sie ist größer und stärker geworden durch ihn. Hast du schon gesagt? Ja, und es sind auch Leute, die an etwas glauben. Was ihnen fehlt, sind fundierte Ideen. Die du ihnen liefern kannst. Und was hat Friedrich gesagt? Er fordert mich auf, zu ihm nach London zu kommen, um die Mitglieder der Liga zu treffen. Ich verstehe. Und ich soll auf die Kinder aufpassen mit Lenchen. Aber das macht ja nichts. Mit dem Geld von Herrn Engels kommen wir schon eine Weile aus. Nein. Nein. Friedrich braucht mich nicht wirklich. Er weiß, was zu tun ist. Ich bleibe. Jetzt setz dich wieder. Du bist verrückt. Eine solche Gelegenheit kommt nicht wieder. Und die lässt du dir entgehen? So wie ich es verstanden habe, ist es eine sehr starke Bewegung. Sie sind in vielen Ländern vertreten. In der Schweiz, in Deutschland. Also gelingt es dir, dich nominieren zu lassen. Zum Delegierten dieses Bundes seid ihr nicht mehr isoliert. Und gemeinsam könnt ihr eine Armee aufstellen, die mit der Zeit größer wird und dadurch unbesiegbar. Du musst dorthin fahren. Der Bund der Gerechten. Duna. Kommst du? Oh, der Herr Schneider Weitling. Wenn er feststeckt, muss er trotzdem werden. Es geht nicht mehr weiter. Hör mal, das Ding! Was ist da drüben? Zum Mensch! Dort ist sie. Du kommst spät. Mein Freund Karl, meine Frau Mary. Und deine Frau? Sie sind so ein großartiger Mensch für Friedrich. Ich habe sie mir größer vorgestellt. Ich bin nur ein Mensch. Aber ich habe nicht erwartet... Oh, sie können die Komplimente überspringen. Kommt, hier entlang. Gehen wir. Ja, das auch. Vorsicht mit Ihrem Kind.
kritischen Dings da. Das interessiert ihn nicht. Vielversprechend. Hier sind die Männer. Friedrich, den Sie schon kennen. Und das ist Karl. Karl Marx. Setzen Sie sich. Für den Bund gibt es zwei Arten von Menschen. Menschen, die durch harte Arbeit gestählt und geformt wurden, und Menschen, die profitieren vom Ertrag dieser Arbeit, die Bourgeoisie. Wenn ich sie mir so ansehe, gehören sie nicht zu den Ersteren. Also ich habe in meinem Buch beschrieben... Sie schauen von außen auf die Zustände. Sie haben sie nicht erlebt. Haben Sie je in Ihrem Leben Armut erlitten? Gefängnis oder Verfolgung? Entschuldigen Sie bitte, aber wenn Sie uns ablehnen, bevor wir überhaupt etwas sagen, welchen Sinn hat dann Ihr Motto, alle Menschen sind Brüder? Es ist ein Ideal, unser Ideal. Dafür kämpfen wir. Es ist unser neues Jerusalem. Gott, was machen wir hier? Der Bund braucht richtige Männer, keine Eierköpfe. Die sagen, was wir tun und denken sollen. Ja, aber sie wollen ihre Ideen verbreiten, oder? Prüfen Sie uns. Und lehnen Sie uns ab, wenn wir nicht von Nutzen sind. War hier gerade von Nutzen die Rede? Marx! Ich weiß, dass auch Sie in Frankreich des Landes verwiesen wurden. Hier stecken Sie also. Ja, übergangsweise in Brüssel. Brüssel? Dort bin ich diesen Herbst, aufgrund einiger Vorträge. Eine Etappe auf dem langen Weg, der uns zu unserem einzigen Ziel führt. Die Abschaffung des Geldes. Aber lassen Sie sich ansehen. Sie sind mager geworden. Sie haben gelitten. Ich auch. Ketten musste ich erdulden. Schläge. Sehen Sie, was man mit mir gemacht hat. Aber meine Seele haben Sie nicht brechen können. Waldling, das ist keine Kundgebung. Setz dich. Also, wie könnten Sie für uns von Nutzen sein? Waidling hat Anhänger in Frankreich und der Schweiz. Sie haben Verbände in Deutschland und England. Mit uns haben Sie einen Brückenkopf in Brüssel. Waidling geht dorthin. Er hat es Ihnen gesagt. Ja, aber ich spreche von einer ständigen Verbindung. Einer dauerhaften Vernetzung, die bis nach Paris reichen wird. Sogar bis Lyon. Wieso Lyon? Nun, wegen Proudhon. Proudhon? Sie kennen Proudhon? Ja, ich kenne ihn persönlich. Wir stehen uns sehr nah. Wir haben uns regelmäßig getroffen, bis er abgeschoben wurde, und wir respektieren uns gegenseitig zutiefst. Man könnte sogar sagen, wir sind ein Herz und eine Seele. Herz und Seele? Herz und Seele. Ja, Herz und Seele. Los, komm! Proudhon war gewagt. Du machst deinen Bauern gleich zur Dame. James! Tut mir leid, Sir, aber die Dame ist nicht... Ich weiß, James, Frauen sind hier nicht gestattet. Aber bitte, sehen Sie sich meine Frau an. Wenn sie sich draußen erkältet... Sir! Ich werde ein solches Theater veranstalten, dass sie nie wieder irgendwo Arbeit finden. Nicht, Friedrich. Ich gehöre nicht hierher. Ach, lass uns woanders hingehen. Wir können unsere Notizen auch in irgendeinem Pub vergleichen. Kommt, gehen. Da ist ja der junge Engels. Oh, Mr. Naylor, wie geht es Ihnen? Nun ja, wie oft habe ich meinen guten Freund Engels gefragt, was denn der junge Friedrich so macht. Wie geht's Ihrem Vater? So gut es ihm möglich ist. Bitte, darf ich vorstellen, meine Frau Mary. Nett, Sie kennenzulernen. Und mein guter Freund Max. Sehr erfreut. Mr. Naylor besitzt Gießereien in Leeds. Er beschäftigt viele Arbeiter, einschließlich Kinder. Hart, aber notwendig. Mein Freund Marx ist Journalist. Ah. Er recherchiert über ein Thema, das uns interessiert. Über Kinderarbeit in Fabriken. Mhm. Wie viele arbeiten zurzeit bei Ihnen? In einer Fabrik ca. 20 Kinder und 30 Männer. Tagesarbeit, Nachtarbeit? Beides. Ist das nicht etwas anstrengend? Tag oder Nacht, das wirkt sich nicht auf die Gesundheit aus. Ihre Gesundheit. Verzeihung? Meine Frau meint, es beeinträchtigt nicht Ihre Gesundheit, aber die der Kinder schon. Wir haben keine Wahl. Sie wissen sehr wohl, dass wir ohne Kinderarbeit nicht konkurrenzfähig sind.
Das heißt, Sie müssten Ihren Arbeitern einen fairen Lohn zahlen für die Arbeit, richtig? Ich setze die Löhne nicht fest, junger Mann. Der Markt macht das. Natürlich, ja. Ich kann nicht als Einziger aufhören, Kinder einzustellen. Ich wäre schnell bankrott. So funktioniert die Gesellschaft. Nein, Sir, daran sind die existierenden Produktionsverhältnisse schuld, nicht die Gesellschaft. Sie sind nicht die Gesellschaft. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, mit Produktionsverhältnissen. Das klingt alles hebräisch für mich. Danke, James. Wenn Arbeit mehr kostet, gibt es keinen Profit mehr. Folglich auch keine Wirtschaft. Folglich keine Gesellschaft. Vielleicht ist es das, was Sie wollen. Sie haben ja so recht. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie nennen es Profit und ich Ausbeutung. Mr. Engels, ich war sehr verständnisvoll als Zeichen meiner Freundschaft zu Ihrem Vater. Und wo blieben in einer Gesellschaft ohne Ausbeutung Leute wie Sie? Sie müssten dann auch arbeiten. Wäre das nicht grauenhaft? Meine Empfehlung an Ihren Vater. Diesmal wird mein alter Herr mich wohl umbringen. Wir freuen uns, bedeutende Vertreter der Arbeiterbewegung begrüßen zu dürfen. Sie, Pavel Annenkov, willkommen. Sie, Hermann Kriege. Und last but not least, unseren großen, verehrten Weitling. Schon gut, schon gut, schon gut. Sie kennen den Grund dieses Treffens. Wir wollen uns auf die Definition einer einfachen gemeinsamen Doktrin einigen. Im Interesse der Arbeiter, die keine Zeit zum Studieren haben. Was nicht so leicht zu schaffen sein wird. Es ist eine brüderliche Verpflichtung. Da gerade Sie also brüderlich sind. Also grün, seien wir konstruktiv. Dazu bin ich entschlossen. Sonst wäre ich nicht hier. Es sei denn, Sie sind wegen etwas anderem hier. Wie bitte? Tja, was weiß ich. Karl. Mir gefällt diese Idee der Einfachheit. Was uns vereint, meine lieben Kameraden, ist einfach. Es ist das Glück des Volkes. Das Glück des Volkes? Haben Sie nichts anderes vorzubringen, um Ihre Aktivitäten zu rechtfertigen? Ich bitte um Verzeihung. Verzeihung. Liebe, Glück, das Königreich Christi auf Erden. Ich frage Sie, Weitling, Sie, der Sie überall so unglaublich viel Lärm gemacht haben mit Ihren Predigten, auf welche reelle theoretische Grundlage stützen Sie Ihre Tätigkeit? Und auf welche stützen Sie sie in der Zukunft? Mein Ziel, meine Absicht, es ist nicht, neue Theorien zu schaffen, wirtschaftliche oder andere. Ich bin gegen diesen Kult des Neuen um jeden Preis. Ich hab's gestern wieder gesagt und der ganze Saal hat getobt. Alle Macht den Arbeitern, um eine universelle Harmonie zu erreichen. Es genügen 100.000 bewaffnete Proletarier unter Beistand von 40.000 Kriminellen, um die Tyrannei der Bourgeoisie zu beenden. Und ich sage, die Arbeiter erheben zu wollen, ohne ihnen eine Doktrin anzubieten, die konstruktiv ist, ist ein unehrliches und anmaßendes Spiel mit einem inspirierten Propheten auf der einen Seite und sprachlosen Schwachsinnigen auf der anderen. Meine Zuhörer, Schwachsinnige. Unerhört. Empörend. Schaut mal, ein Russe unter uns, Pavel. In seinem Land, Weitling, spielen Sie vielleicht eine Rolle. Nur dort wachsen solche seltsamen Verbindungen zwischen konfusen Propheten und konfusen Anhängern. Aber bei uns, in Deutschland, in Frankreich, in England, wird nichts ohne eine materialistische Theorie passieren. Gar nichts. Ein Mann, der Hunderte unter dem Banner der Gerechtigkeit versammelt hat, der darf nicht so behandelt werden. Ein Mann des doppelten Spiels wie Sie sollte besser schweigen. Wie nennen Sie mich? Ich habe Tausende von Briefen erhalten, die mir beweisen, dass meine bescheidene Arbeit ein größeres Gewicht für die Sache darstellen als Salondoktrin, die vom leidenden Volk weit entfernt. Ignoranz hat noch nie jemanden genützt. Niemals! Karl, nimm das zurück. Was soll das denn? Ich fordere eine Entschuldigung. Friedrich, sag du doch was. Kriege, was soll das alles hier?
Ich werde mir das nicht länger bieten lassen. Bitte, seien Sie vernünftig. Bitte. Ich werde das erste Opfer der Guillotine sein. Dann seid ihr an der Reihe. Dann deine Freunde. Und zum Schluss schneidest du dir selber den Hals ab. Die Kritik verschlingt alles, was existiert. Und wenn es dann nichts mehr gibt, verschlingt sie sich selbst. Meine Herren, Ladies. Danke. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Ich habe gedacht, das Ziel war es, eine gemeinsame Doktrin zu finden. Ja, mit solchen Trotteln. Danke. Karl, sieh mich mal an. War das eben Absicht oder war es einfach nur schlechte Laune? Wie dem auch sei, wir sind erledigt. Kaputt. Grün wird Proudhon Bericht erstatten. Proudhon. Können wir vielleicht einfach mal aufhören, vor Proudhon zu kuscheln? Grün hätte uns sowieso schlecht geredet. Dafür war er ja da. Schön. Aber Proudhon war unser Joker. Die Königskarte in der Strategie. Seht ihr denn nicht, dass ich uns einen riesigen Schritt vorangebracht habe? Und wie bitte? Klärt mich mal bitte jemand darüber auf, wieso das Trottel sind? Ich weiß nicht, was mich davon abhält, sie beide wie Wanzen zu zerquetschen. Sie haben einen der respektabelsten Männer unserer Bewegung beleidigt. Sie eingebildeten Strolche. Weidling ist am Boden zerstört. Er sagt, niemals habe ihn jemand so gedemütigt. Nicht mal sein schlimmster Feind. Also er hat vielleicht doch ein wenig übertrieben. Er hat was? Würden Sie das wiederholen? Sie, der Sie einen Mann in den Schmutz gezogen haben. Ein Kämpfer, ein Anführer. Erlauben Sie... Ohne Rücksicht auf seine Erfahrung und Reife. Beides Eigenschaften, die ihm völlig abgehen. Ihre Jugend entschuldigt nicht alles. Der Bund hat, was Sie betrifft, eine Entscheidung gefällt. Und ich bin hier, sie zu übermitteln. Es ist eine gemeinschaftlich getroffene Entscheidung, der sie sich fügen werden. Nach reiflicher Überlegung... Ich wiederhole, nach reiflicher Überlegung bittet sie das Londoner Komitee, erstens, dem Bund der Gerechten beizutreten. Zweitens, zu helfen, ihn neu zu organisieren. Und drittens, dazu beizutragen, ein neues Programm zu entwickeln, das anschließend mit allen Mitgliedern diskutiert werden wird. Haben Sie das verstanden? Selbstverständlich werden Sie als neue Mitglieder zu unserem nächsten Kongress im Herbst eingeladen. Wir hoffen, Joseph Proudhon davon überzeugen zu können, daran teilzunehmen. Ihre Hilfe dabei wäre kostbar, da Sie ja mit ihm befreundet sind, nicht wahr? Haben Sie dazu was zu sagen? Nicht. Nichts. Meine Herren.
kann unmöglich ohne diesen Vertrag nach Port-au-Prince zurückfahren. Sicher, sicher, das verstehe ich. Und vor allem muss ich weiß, was ich muss. Ich weiß es. Proudhon! Ah, verehrter Doktor. Sie erinnern sich an meinen Freund Engelt? Natürlich. Tut mir leid, ich habe wenig Zeit, ich muss mich umziehen. Ich habe Ihren Brief nicht ganz verstanden. Worum handelt es sich? Ja, gleich, Grün, gleich. Ich hatte Ihnen vom Bund der Gerechten geschrieben. Wie Sie vielleicht wissen, ist es eine starke Bewegung mit Verzweigungen bis in die neue Welt. In zwei Wochen. Worum bitten Sie mich? Sein Korrespondent zu sein, in Frankreich. Der Korrespondent des Bundes. Meister, man erwartet uns. Sie sollen mich nicht Meister nennen. Gönnen Sie mir eine kleine Pause. Er ist ja ganz reizend, aber mir ständig auf den Fersen. Sie wissen, dass er überall herum erzählt, er hätte Sie die deutsche Philosophie gelehrt. Wissen Sie, er muss eine Frau und zwei Kinder ernähren. Soll der arme Kerl sich ruhig ein bisschen hervortun? Worum haben Sie mich gebeten? Korrespondent des Bundes zu sein. Ich bin ganz offen zu Ihnen. Ich habe zu viel Arbeit, zu viel Trägheit in mir, um mir zusätzliche Verpflichtungen aufzubürden. Sie sind jünger, Max. Sie müssen uns nicht sofort antworten. Wir können Ihnen Unterlagen zusenden. Es wäre uns eine Ehre. Nein, ich habe es durchdacht. Allerdings würde ich gerne unsere Diskussion fortsetzen, per Brief oder anderweitig. Nur bitte, mein lieber Max. Bringen wir uns doch nicht gegenseitig um. Verdammen wir uns nicht in Grund und Boden. Machen Sie es nicht wie Luther, der, nachdem er das katholische Dogma zerstört hat, eine neue, genauso intolerante Religion gründete. Ist das Ihr letztes Wort? Sicher nicht, verehrter Max. Sicher nicht. Haben wir nicht die gesamte Geschichte vor uns? Ah, Moment. Das ist mein letztes Werk. Danke. Ich erwarte mit Geduld Ihren Kommentar. Grüßen Sie Ihre kleine Familie. Diesen Kongress, ja. Den müssen wir für uns entscheiden. Ja. Sicher. Moi. Lass das mal meine Sorge sein. Und Proudhon? Das wird dann wohl meine Sorge sein. Das Elend der Philosophie! Haben Sie Proudhons Philosophie des Elends gelesen? Nun, hier ist die Antwort von Marx. Das Elend der Philosophie! Wie in London begrüßen wir auch unsere Brüder aus Leipzig und Berlin.
Sie hier. Aus Uppsala und Stockholm. Sehr gut, bravo. Wir erwarten Neuigkeiten. Ja. Karl. Freuden. Ja. Darf ich den paar treue Genossen vorstellen? Wilhelm, Hans und Walter. Freuden. Arbeiter Hayo, Kommunist. Aber es schön, gibt ja. Nichts Neues aus Gelb und von Weidling. Hörst du? Weidling, hörst du? Nun, Gentlemen, freuen wir uns gemeinsam. Wie geht's dir? Gut, du musst mit ihm sprechen. Ja. Ist in Ordnung? Mr. Engels? Lassie? Ja, der bin ich. Ach, ich bin Donald Murray. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Es tut mir leid, aber Sie können heute nicht das Wort ergreifen. Sie stehen nicht auf der Liste. Sie sind nicht offiziell delegiert. Was meinen Sie, offiziell, inoffiziell? Wir sind Mitglieder des Bundes, wir sind de facto delegiert. Es kann nur einen Delegierten geben. Und der muss offiziell akkreditiert sein. Akkreditiert? Aber ich bin akkreditiert. Sie sind eingeladen, nicht akkreditiert. Sie können zusehen, aber nein. Sie können nein, 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 nein. Wir sind nicht hierher gekommen, um zuzusehen. Ich verlange eine Abstimmung. Die verlieren Sie. Sie haben hier zu viele Gegner. Ich muss Delegierter sein. Schluss und aus. Von der Brüsseler Delegation wurde ich gebeten. Ich rufe zu einer Abstimmung auf. Warum? Was denn? Wer ist gegen die Akkreditierung des Bürgers Friedrich Engels, hier anwesend, als einzigem Delegierten für die Region Brüssel? Wir sind dafür! Ja. Wir sind nicht dafür. Ich bin dagegen. Wer stimmt mit Nein? Die Hände heben. Wer stimmt dafür? Mit einfacher Mehrheit wird Friedrich Engels als Delegierter aus Brüssel angenommen. Danke. Im Namen meiner Freunde in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Belgien bin ich hier, um die Grundsätze darzulegen, auf deren Fundament wir die künftigen Kämpfe planen. Denn machen wir uns nichts vor, diese Kämpfe, die werden extrem gewalttätig. Genug, genug, genug Gewalt. Was wir verlangen, was die Menschheit verlangt, ist Güte. Güte? Brüderlichkeit. Dinge, an denen es dieser Welt fehlt und was sie braucht, mehr als unsere Körper frisches Wasser, ist Freundlichkeit. Eine Art innige Brüderlichkeit. Lass ihn sprechen! Brüderlichkeit! Es gibt wahrscheinlich einige Leute hier, die weinen, wenn sie die Worte hören, Güte, Freundlichkeit, Brüderlichkeit. Was ist daran auszusetzen? Tränen bringen dich nicht an die Macht. Macht vergießt keine Tränen. Die Bourgeoisie zeigt euch keine Freundlichkeit und ihr werdet sie nicht mit Güte erobern. Bürger, Freunde, Kameraden, wieso sind wir hier? Weil wir kämpfen. Ja, natürlich. Ja. Und was ist das Ziel unseres Kampfes? Freiheit. Gleichheit. Alle Menschen sind Brüder. Gleichheit. Alle Menschen sind Brüder. Nein. Nein. Alle Menschen sind Brüder. Ja. Seid ihr das? Ja. Du? Ja. Und du? Ja, natürlich. Was ist mit dir, mir, diese dort alle heute? Ja. Nein. Nein. Die Bourgeoisie und die Arbeiter, sind sie Brüder? Nein. Das sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Sie sind Feinde. Wir müssen wissen, wieso wir uns hier versammelt haben. Ist es für eine abstrakte Idee? Einen sentimentalen Tagtraum? Was denkt ihr, wohin uns das bringen wird? Wir müssen wissen, was der Bund will, wofür er kämpft, für welche Gesellschaft. Und das müssen wir jetzt entscheiden. Wieso jetzt? Lass den sprechen! Wir wissen, wen Sie vertreten. Marx ist hier. Er hat seine Pfeile abgeschossen und versteckt sich jetzt. Lang lebe Weidling! Lang lebe Proudhon! Nein, ich bin hier. Ich verstecke mich nicht. Ihr ruft.
Lang lebe Proudhon und lang lebe Weitling. Aber worum geht's? Er soll still sein! Wir haben Sie bereits gehört! Proudhon verlässt Frankreich nicht. Er hat keine Stimme. Und Weitling hat aufgegeben. Also jubelt ihr Schatten zu. Ihr alle! Ihr alle! Ich habe hier das Buch, auf das sich Marx bezieht. Seine Antwort auf Proudhon. Er stellt darin die grundlegende Frage. Und er bringt mit seiner Antwort unser aller Kampf auf den Punkt. Karl! Mach weiter, du hast das Wort. Der Gegensatz zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie kann nur zu einer totalen Revolution führen. Bringt ihn zum Schweigen! Und solange Klassen existieren, wird das letzte Wort der Sozialwissenschaft immer lauten, wie Georges Sand sagte. Der Kampf oder Tod? Der blutige Kampf oder das Nichts? Lang lebe Georges Sand! Lang lebe Marx! Sollen diejenigen, die sich weigern zu kämpfen, aufstehen und es sagen? Die industrielle Revolution unserer Zeit hat den modernen Sklaven geschaffen. Dieser Sklave ist das Proletariat. Wenn es sich befreit, befreit es damit die ganze Menschheit. Und diese Freiheit hat einen Namen. Kommunismus. Und deshalb schlage ich vor, dass wir dieses Motto abschaffen. Es ist irreführend und schwach. Das ist ein Putsch. Hier ist unser Motto. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Ich beantrage, dass der Bund der Gerechten ab dem heutigen Tag umbenannt wird in Bund der Kommunisten. Hände hoch, die, die dafür sind. Und Hände hoch, die, die dagegen sind. Ja. Wir nennen uns ab heute offiziell Bravo. Bund der Kommunisten. Der Bund der Zwei hübsche Kinder, Jenny. Wünschst du dir Kinder? Fred? Ein Vater? Nein, den kribbelt es zu sehr in den Beinen. Und Kinder zu haben, wenn man arm ist, das heißt zu viel Kummer. Aber Fred... Ich weiß. Er hat Geld. Schmutziges Geld. Nein. Ich will frei sein. Ich bin frei. Ich will kämpfen. Und um zu kämpfen, muss ich arm bleiben. Nun, so sehe ich das. Er versteht mich. Also wirst du niemals Kinder mit ihm haben? Vielleicht mit Lizzie irgendwann? Wer ist Lizzie? Meine Schwester. Sie ist 16. Sie könnte ihm welche schenken.
Sie bettelt geradezu darum, ja? Habe ich was Falsches gesagt? Keine Zeit? Du hättest das Programm schon vor einer Woche liefern sollen. Ich bin jetzt schon mit 3 Artikeln für die New York Tribune im Verzug. Friedrich, und ich brauche das Geld. Die Zeit ist reif in Frankreich wie in Deutschland. Ich habe eine Familie zu ernähren. Ein Problem, das du nicht hast. Du bist ungerecht. Entschuldige. Was ich sagen will, ist, ich kann nicht mein ganzes Leben lang von anderen Menschen abhängig sein. Auch nicht von dir. Und bitte verzeih, ich kann auch mit deinen Notizen nichts anfangen. Ein Katechismus des Kommunismus, was ist das? Darum haben sie uns eben gebeten. Ja, aber warum? Das ist idiotisch. Ja, damit der Arbeiter es sich besser merken kann. Ich weiß, das ist Mist und sehr ärgerlich. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Lad es mir auf. Dann kannst du dich beim Komitee rausreden. Sag einfach, es ist meine Schuld. Ist das meine Art? Das weiß ich nicht, ob das deine Art ist. Aber in London verlieren sie langsam Vertrauen. Wir haben einen letzten Abgabetermin. 1. Februar. Das ist in 5 Wochen. Und was passiert, wenn wir nichts haben? Dann musst du all die Dokumente, die sie dir geliehen haben, zurückgeben und es werden Maßnahmen gegen dich eingeleitet. Dann sollen sie einleiten. Ich bin müde. Müde? Du? Karl, die Völker sind in Aufruhr. Der Brotpreis steigt. Die Hungersnot in Irland hat mehr als 500.000 Menschen das Leben gekostet. Die Arbeitslosigkeit nimmt überall zu. Metternich in Österreich, Guizot in Frankreich, die hängen an einem seidenen Faden. Polen ist bereit! Wir sind dabei zu gewinnen, Herrgott! Steh du auch auf, gütiger Himmel, wach auf! Nie aufgehört. Nie. Nicht eine Sekunde. Ich werde bald 30, Friedrich, und ich habe kein Geld mehr und ich habe auch keine Energie mehr. Ich will Bücher schreiben. Und das braucht einfach einen langen Atem. Ich habe genug von den Flugblättern und Manifesten und Pamphleten. Schon gut. Du weißt, wie ich das. All die Arbeit, diese ungeheure Arbeit, die Bücher, Artikel, Vorträge umsonst waren, wenn es uns nicht gelingt, ein einfaches Buch zu schreiben, das alles zusammenfasst, das alle verstehen. Das Elend der Philosophie. Gut, aber wir brauchen ein wahres kommunistisches Manifest. Schön, Proudhon, der wird sich davon nicht erholen. Weitling ist am Ende. Willst du jetzt damit aufhören? Wirklich? Du kannst dich danach ausruhen. Das werde ich auch tun. Wir werden uns ausruhen. Wir werden brave Bürger. Ich zusammen in Baden mit Muttern und du in Trier mit 10 Kindern. Gefällt dir das? Jetzt habe ich einen Augenblick geglaubt, du meinst es ernst. Karl, was bedeutet das? Schreckgestalt. Schreckgestalt. Nein, warte. Ein Gespenst geht um in Europa. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europas. Alle Mächte des alten Europas. Lass das. Jenny, lies es ihm vor. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd
gegen dies Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten der Geschichte, der Gesellschaft. Das macht so keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Du hast recht, da fehlt der zentrale Absatz. Friedrich, was hast du mit dem zentralen Absatz gemacht? Wo ist der? Schnell. Hier. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen darlegen und dem Märchen von der Schreckgestalt des Kommunismus oder Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen. Zeig mal her. Also, ich würde schreiben, ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in zwei feindliche Lager, in zwei große, einander diametral entgegengesetzte Klassen: die Bourgeoisie und das Proletariat. Die Bourgeoisie hat die persönliche Würde in einen einfachen Tauschwert aufgelöst. Und anstelle zahlloser, verbriefter und wohlerworbener Freiheiten hat sie die einzig und mitleidslose Freiheit des Handels und des Profits gesetzt. Sie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Die Handelskrisen stellen in ihrer periodischen Wiederkehr immer mehr die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft infrage. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt sie über die Erdkugel. Es entwickelt sich eine Bourgeoisie des allgemeinen Handels und so eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Die moderne Bourgeoisie ähnelt einem Zauberer, der die teuflischen Kräfte, die er heraufbeschworen hat, nicht mehr unter Kontrolle bringt. Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst. Bienvenido.